zwei Monologe, ein musikalischer, ein unmusikalischer von Bebel und Kautsky, die ja sehr wirklich befreundet waren mit Rosa Luxemburg und sich dann immer mehr auseinanderlebten. Und das sind so zwei Texte, wo man eben sieht, wie sehr sie sich auseinanderlebten. Also das, die Angst Kautskys, einen Text von Rosa Luxemburg zu veröffentlichen, ist das eine. Und Äußerungen von Bebel über sie das andere. Bebel ist so, glaube ich, fast wörtlich Original Bebel und Kautsky in großen Teilen auch. Das noch ganz kurze Ergänzung, in der Aufführung selber sitzen auf der Bühne auch noch Rosa Luxemburg und Clara Zetkin, die Kautsky als Feigling auch beschimpfen, weil er Texte von Rosa nicht so abdrucken will, wie sie es eben von ihm erbeten hat. Und Rosa kommentiert auch sein Solo dann abschließend mit den Worten: Und jetzt flüchtet er sich in Depressionen. Liebe Rosa, dein Aufsatz, was weiter, ist sehr schön und sehr, wie soll ich sagen, wichtig. Er nennt die Dinge bei, trifft den Nagel auf den, wie soll ich sagen, stilistisch exzellent. Ich werde das, wenn ich nur einen kleinen Rat, jedoch arg. Angesichts der Reichstagswahlen, wie soll ich sagen, Überbetonung des politischen Massenstreiks. Die Erregung der Massen ist dafür doch nicht ganz ausreichend. Liebe Rosa, und am Schluss, wie soll ich sagen, diese Republik-Agitation, ein hehres, hohes Gewiss. Aber doch nicht jetzt die Republik, um Himmels Willen, das ist Majestätsbeleidigung. Ich halte es mit dem großen römischen Feldherrn Fabius Cunctator, der den Feind durch stetes Zaudern und Zögern zurückweichen mit seiner Ermattungsstrategie. Liebe Rosa, wenn du also, wie soll ich sagen, noch ein wenig Hand anlegen würdest, ja, wie soll ich sagen? Die man für eine Art siamesische Zwillinge hielt. Es könnte mir schon fast leid tun, was Karl jetzt an seiner Freundin erlebt. Das blitzgescheite, giftige Luder wird noch manchen Schaden anrichten. Weil ihr bei aller Rechthaberei jedes Gefühl für Verantwortung fehlt. Trotz der Giftmischerei möchte ich das Frauenzimmer in der Partei nicht missen. Wir brauchen sie als Gegengewicht zu den Opportunisten in unseren Reihen, den Genossen aus Süddeutschland. Und Süddeutschland ist groß. Warum Rosa rausschmeißen? Sie hat doch keinerlei Einfluss mehr. Ihre letzten natürlichen Verbündeten waren Kautsky und ich. Aber der legendäre Ruf, den sie bei der Internationale genießt, kommt der Partei immer noch sehr zu Pass. Und dass der einfache Arbeiter ihr zu Füßen liegt, ist gut für die Wahlen. Mit welchen Mitteln sie die Stimmen fängt, soll mir dafür das Erste egal sein.
im Prinzip egal. Thomas Arends, Karl Kautsky und Dietrich Lehmann als August Bebel.